So. Grüß euch die Malen, servus die Burm. Herzlich willkommen zu einem neuerlichen Motorvlog. Und KTM 99 Adventure Time, herzlich willkommen. Heute nehme ich euch mit auf eine kleine Tour durchs wunderschöne Waldviertel. Wir starten hier in Kautzen, Ortsteil Ilma. Ja, ich nehme euch heute mit, heute ist der 21. April. Wunderschönes Wetter heute, strahlend blauer Himmel, keine Wolke am Himmel. Perfekte Bedingungen. Ja, ich freue mich, Wahnsinn, geil. Ja, bei diesen Temperaturen heute mit einer leichten Kombi am Körper, einer Retrojacke, Biker Jeans mit Kevlar Einsatz und natürlich Knieschoner und Beckenschoner. Standardhandschuhe natürlich, ja. Bei den Temperaturen, die normale Textilkombi wäre mir zu heiß heute. Deshalb heute ganz sommerlich unterwegs. Ja, wo sind wir? Wie schon gesagt, wir sind im oberen Waldviertel. Niederösterreich. Wie schon sagt der Name Waldviertel, hier gibt es viel Wald. Wunderschöne Straßen, wenig Verkehr. Perfekt für uns Motorradfahrer. Ja, genießt das, ich genieße es vollkommen. Ah, diese Farben, alles blüht, weiß, rosa, grün. Schaut euch das an, ein Traum. Ja, bin wieder mal ziemlich sprachlos. Also eine wundervolle Gegend. Was soll ich euch erzählen? Was bringt die Zukunft für mich hier als Motovlogger? Ich habe da ganz ein spezielles Projekt vor. Wenn ich es starte, weiß ich noch nicht. Also es muss auf das Wetter zu passen. Also Ankündigung, große Ankündigung. Ich nehme euch mit eine Woche lang auf einen Daily Motorvlog.
Das heißt, ich werde jeden Tag ein Video hochladen. Ich habe jetzt mal nicht extra eine Woche Urlaub dafür genommen. Nein, ich mache das neben meiner Arbeit. Ich bin ja arbeitstätiger Motorradfahrer. Das heißt, ich habe mir da ein paar Punkte aufgeschrieben. Also jeden Tag kommt ein neues Video. So, ich nehme mal vor, spätestens um 10 Uhr online. Das Video muss mindestens 10 Minuten lang sein. Natürlich werde ich dann auch jeden Tag entweder eine Tageszeitung zeigen oder am Handy das Datum, damit ihr auch seht, dass das wirklich jeden Tag ist und das nicht aus irgendeiner Konserve kommt. Ja, das haben wir vorgenommen, damit ich ein bisschen Leute um meinen Kanal pushen kann und schnell auf die 100 komme. Nicht 100.000, sondern 100 Abonnenten. Ich habe was 100.000 mehr, aber da ist schlecht. Ja, ist ein kleines Experiment für mich. Ob ich das zeitmäßig schaffen wird, weil, wie gesagt, einen ganz normalen Job. Hauptsächlich wird halt das Video sein, wie in der Früh in die Arbeit vor. Dabei ein bisschen reden werde oder eine kurze Tour am Nachmittag irgendwo noch schnell ein paar Kurven mitnehmen. Mal schauen, wie sich das dann alles ausgeht, mit nach Hause kommen, schneiden, schnell. Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt vor. Ich starte jetzt nicht heute damit. Ich würde euch nur genau sagen, wenn ich damit starten werde. Ich hoffe, es ist eine Woche mit so einem Wetter wie heute. Kann man nicht aussuchen. Aber, ich glaube, das wird sehr aufwendig und ja, ich freue mich voll drauf. Euch so einen täglichen Einblick zu geben in der, ja, das ist voll schwierig, die Worte. Mein tägliches Real Life, wie man so sagt, als Motorradfahrer, als Daily Driver. Ah, wird interessant. Aber wie gesagt, ich werde euch das noch alles genauer sehen, wann das startet. Die, was mich halt nur bis jetzt abonniert haben, bitte tut's das. Und versäumt es nicht. Ja, es wird sicher lebend werden. Ah, schaut euch das an. Wunderschön. Ja! Ah, so Wetter ist so geil. Ah. Fische Strecken, super, super, alles bestens, Hochgefühle, yeah, guten Sound im Ohr, nicht nur vom Motorrad, auch von der Playlist von meinem Handy, jawohl, spielt heute genau die richtigen Lieder für das Wetter.
So, jetzt sind wir an der Tankstelle. Jetzt beginnt das Tanktutorial. Also mal rechts, dann mal links. Aufmachen, zwei Tanks hat die KTM. Das gute 95er. Und los geht's. Warum die KTM zwei Tanks hat, hat auch seinen Grund, blende ich euch jetzt ein. Ja, grundsätzlich braucht sie so auf 100 Kilometer Durchschnitt 6 bis 7 Liter. So, einmal. Und der zweite Tank wird noch befüllt. So, beide Tanks voll, getankt 16,7 Liter, ja, schließen, Klappe zu. Ich glaube, da bleiben wir hinter ihm, das bringt nichts dazu überholen. Ah, döf, 30 km/h, jawohl, beste Stelle. Ja was, jetzt hat er mal gecheckt, dass ich da bin. Ah, jetzt geht's, danke. Also dann, meine sehr verehrten Zuschauer, meine Freunde, meine lieben Abonnenten, was ihr bis jetzt durchgehalten habt, kommt jetzt noch ein Special für euch, nämlich der Flachwitz des Tages, jawohl, also, allen. Ich wollte gestern auf eine Ü30 Party gehen, wurde aber nicht hineingelassen. Wisst ihr warum? Ja, das ist einfach, wir haben 2 cm gefällt. Jawohl. So. Mit diesem Scherzerl beende ich das Video für heute. Bedanke mich für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Ich hoffe, habe euch wieder ein bisschen was zeigen können aus meinem Motorradleben. Und was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, was ich sowieso nicht verstehen kann. Abonnieren, Leute! Ganz wichtig. Sagt mir, dass euch gefällt und dass ich weitermache damit. Und Daumen hoch wäre auch nicht. Und natürlich eure Kommentare, da freue ich mich jetzt schon. Die sind immer sehr, sehr nett. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, was auch immer. Und